Herzlich willkommen zu einem neuen Video der RSFM. Ja, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Wir werden uns heute gemeinsam den Bitcoin und Ethereum im Detail anschauen. Wir haben viele Detailanalysen mitgebracht, vor allem was den Bitcoin betrifft und vor allem auch was Ethereum denn betrifft, denn es sieht so aus, als könnte ETH bereit sein. Das werden wir heute im heutigen Video mit Ihnen im Detail besprechen. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Video, wünschen Ihnen einen schönen Abend. Bis gleich, wie mal ist, nach dem Intro. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der RSFM. Ja, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Wir starten heute wieder direkt mit dem Dow Jones. Wir hoffen, Sie hatten einen guten Start in die Woche. Und wir blicken zunächst mal auf den Dow Jones. Wo stehen wir hier? Was gibt es für Neuigkeiten? Und auch hier möchten wir ganz klar uns positionieren, dass wir weiterhin davon ausgehen, dass der Dow Jones noch einen weiteren Aufwärtsimpuls setzen wird. Wir schauen uns das Ganze nochmal im Detail an. Aktuell sehen wir circa noch eine Aufwärtsbewegung von circa 4 bis 5 Prozent weiterhin, ganz wichtig. Danach sehen wir immer noch mal eine Möglichkeit, ein kürzendes Comeback in Richtung der 42.000 und vermutlich werden das viele dann als sogenanntes Top ausbauen für den Dow Jones und wir glauben, dass er dann vermutlich noch mal einen letzten Impuls gehen kann. Wie gesagt, das wird sich dann zeigen, inwieweit wir diesen letzten Impuls noch sehen oder nicht. Wichtig ist es jetzt genauer hinzuschauen, was die nächsten Preisziele im Bereich der 43.000, 44.000, wie er sich dort verhalten wird. Dann werden wir direkt den nächsten Chart uns anschauen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist der Bitcoin Dominance Chart. Dieser Chart ist sehr, sehr wichtig für die Altcoins, denn wenn dieser fällt, dann haben wir Impulsivität für zunächst mal Ethereum. Das bedeutet, die Stärke von ETH nimmt zu und die Altcoins, die entsprechend ja auch davon profitieren werden. Viele, viele Altcoins werden sich entsprechend, und das ist ganz, ganz wichtig, aufbäumen und vor allem werden die sich ja gegenüber dem Bitcoin äh, melden und dann sehen sie, wie das Ganze outperformt. Bedeutet, das ist unsere aktuelle Analyse für die Bitcoin-Dominanz. Das bedeutet, wir gehen weiterhin ganz klar davon aus, dass wir hier eine massive Erschöpfung haben. Und uns in dieser Range hier befinden. Wir haben das Ganze mal für unsere Telegram-Gruppe im Detail nun heute bereitgestellt und wir gehen im Best Case davon aus, dass wir nun einen weiteren Abwärtsimpuls sehen. Das bedeutet, wenn die Bitcoin-Dominanz fällt, dann ist es ein sogenanntes Startsignal, nicht nur für die Altcoins, sondern vor allem auch für Ethereum. Sehr, sehr viele sehen ja sehr lange keine Preisbewegung mehr für ETH. Und dennoch ist ETH bereit, den nächsten Impuls zu gehen. Auch da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, werden Ihnen das Ganze gleich zeigen. Und es ist wichtig, wie gesagt, diese Charts weiterhin auf dem Schirm zu behalten, denn diese geben die Richtung an und vor allem. Auch den Startschuss, wann das Ganze denn massiv beginnen wird. Und da werden wir jetzt gleich mal in den nächsten Chart erblicken. Das ist hier die US-Dollar-Tether-Dominanz. Auf kleinerer Zeitebene übergeordnet soll das Bild längst klar sein. Wenn nicht, können Sie sich sehr, sehr gerne vom Sonntag entsprechend entnehmen. Dort finden Sie dann am Sonntag und das ist ganz wichtig auch nochmal im Detail, wie wir übergeordnet das Ganze sehen. Und ja, ein Wedge. Sollte entsprechend nach unten ausbrechen. Hier musste es so sein. Nein, es gibt auch die Konstellation, dass wir hier nach oben weiter steigen. Insgesamt aber, wenn wir dieses Wedge nach unten hin ähm, ja, in der US-Dollar-Tether-Dominance sehen, dann werden wir hier weitere Impulse im Kryptomarkt sehen. Dann schauen wir den nächsten Chart an. Das ist Bitcoin. Bitcoin weiterhin entsprechend innerhalb dieser Range. Diese Range ist auch weiterhin entscheidend. Und es ist für uns auch nur eine Frage der Zeit. Wann diese Range nach oben hin bricht. Es ist extrem wichtig zu verstehen, dass diese Range, und das ist unsere persönliche Meinung, nur nach oben hin aufgelöst werden kann. Können wir kurzfristige Wicks und Abwärtsimpulse noch sehen? Ja, das ist möglich. Nichtsdestotrotz bleibt unsere Analyse seit Wochen, Monaten die gleiche. Sie sehen es, auch wenn wir mal unterhalb dieses Trendkanals sogenannte Wicks gesehen haben werden die wir sind ja auf dem 3-Tages-Chart, innerhalb von kürzester Zeit aufgekauft und landen wieder zurück im sogenannten Trendkanal und das ist auch weiter die Erwartungshaltung dass wir diesen Trendkanal halten und momentan erleben wir dass wieder sehr sehr viele bärische Stimmung aufkommt das bedeutet dass natürlich hier aktuell in diesem Bereich sehr viele Shorts platziert werden jeder möchte einen Short platzieren, denn der Bitcoin muss doch fallen, der wird doch auf jeden Fall fallen und wir werden doch auf jeden Fall nach unten kommen und es muss doch tiefer gehen. Wir müssen doch uns nochmal tiefere Lows abholen. Ob er das wirklich macht oder nicht, werden wir sehen. Insgesamt bleibt es wichtig. Wir sind auch hier aktuell in keiner Short Order drin, auch das nochmal für Sie vielleicht als Info. Wir haben gerade mehr die Altcoins im Blick als das Bitcoin Trading insgesamt. Und wenn wir uns insgesamt die Strukturen schauen, das können Sie selbst aktuell sehen, dann ist dieser Ausbruch unserer Meinung nach zu erwarten. Und wir haben auch gleich nochmal ein paar weitere Grafiken dabei. Bleibt hier die Mindesterwartung von 84.000 bis 90.000 und der parabolische Anstieg, sollte dieser vonstatten gehen, sehen wir Mindestziele von 110.000. Übergeordnet, auch da haben wir nochmal ein Chartbild dabei. Das ist hier auch der Dreitageschart. Auch da möchten wir nochmal drauf eingehen. Solange diese Struktur höher hält, und das ist ganz wichtig, wenn wir die aktuelle Struktur halten. Und das bedeutet, dass wir entsprechend hier dieses Dreieck nicht nach unten verlassen. Dann für, ist für uns die Aufwärtsbewegung weiterhin möglich. Und wir haben weiterhin die Möglichkeit hier das Ganze nach oben aufzulösen. Denn nach wie vor bleibt entsprechend das Zieltarget hier die knapp 76.000. Das erwarten wir hier für den Bitcoin übergeordnet, wenn wir dieses Chart-Pattern vollenden. Dann haben wir eine weitere Grafik mitgebracht im Bereich des Bitcoin-Erreicht-Obergrenze für neue Wale. Wir haben Ihnen mal so einen kurzen Vergleich mitgebracht, wie das denn aussieht, beziehungsweise aussah auch, wie es damals aussah, 2020, als wir eine sogenannte Obergrenze erreicht haben, das heißt Bitcoin-Wale akkumulieren und akkumulieren und was ist danach passiert. Wir haben Ihnen mal den zeitlichen... Aspekt eingefügt. Danach ging es zeitlich sehr parabol nach oben. Das ist ja exakt das, was wir erwarten. Und wenn wir auch das mal auf die rechte Seite projizieren, von aktuellem Stand 2024 mit sehr ähnlichen Rekordständen, Bitcoin erreicht Obergrenze für neue Wale. Auch hier möchten wir nochmal darauf eingehen. Und Sie sehen auch hier eine mögliche parabolische Bewegung. Und auch hier ist es möglich, dass wir über 100.000 Dollar gehen. Und auch ausbrechen. Und ja, Sie sehen selbst, viele Daten, Zahlen und Fakten sprechen dafür, dass es hier weitere Aufwärtsimpulse geben sollte. Und auch da ist es immer wichtig, den gesamten Chart mal zu betrachten, immer auch das große Bild sich anzuschauen. Und das große Bild sagt für uns ganz klar und spricht auch eine Sprache. Wir werden weitere Impulse nach oben sehen. Das ist und bleibt unsere Meinung seit Monaten. Und das werden wir auch nicht ändern, denn wie gesagt, davon gehen wir final aus. Dann schauen wir uns Bitcoin mal auf kleinere Zeitebenen an. Wir haben mal zwei mögliche Charts mitgebracht. Das ist einmal der bullische Case und einmal der bärische Case. Beides möchten wir heute mit Ihnen mal besprechen, denn wie gesagt, wir analysieren alles durch, von Stunden bis Wochen bis Monatscharts bis sämtliche unterschiedliche Sichtweisen. Und für uns ist es immer wichtig, Möglichkeiten, wo könnten wir hinkommen? Und was haben wir als mögliches nächstes Preisziel? Und wir möchten Ihnen einmal die bullische Seite heute mitteilen. Das bedeutet, dass wir exakt aus dieser Trendwendebereich im Jahr von 586 bis 61.000 nun heraus agiert haben. Jetzt haben wir die Möglichkeit durch ein sogenanntes Falling Wedge entsprechend nach oben auszubrechen. Das Ganze würde dann unser Cup and Handle komplettieren. Da gehen wir dann von neuen Höchstständen aus im Bereich der 68.000, 69 69.000. Das wiederum hätte die Möglichkeit, ein weiteres Cup and Handle übergeordnet zu nehmen. Und dann wären wir wieder insgesamt im bullischen Impuls. Und dann wären wir wieder auf der Basis, dass wir hier neue Höchststände sehen könnten. Das würde dann dieses Bild wieder abrunden. Heißt für uns ganz klar, bullischer Fall. Was bedeutet das? Wenn wir hier die Box zwischen ja, 63,6 und 64,7 nachhaltig nach oben verlassen und im besten Fall hier ein neues Hoch bei 66,5 ausbauen, dann werden wir deutlich weiter ziehen, unserer Meinung nach. Wenn wir, und es ist auch ganz wichtig, im bärischen Fall entsprechend nun hier tiefer kommen, dann kann es hier auch sehr, sehr schnell gehen. Und wir werden nochmal Preise um die 50.000 plus minus sehen. Ja, das könnte 47,9 sein, 52,4. Beide Varianten halten wir für sehr wahrscheinlich und beides ist für uns weiterhin möglich. Und diese beiden Szenarien möchten wir Ihnen heute aufzeigen, was wir hier äh, analysiert haben. Und in, für beide Fälle gibt es für uns hier in diesem Fall eine Analyse. Dann gehen wir direkt weiter zu Ethereum. ETH, wenn natürlich die Bitcoin-Dominanz nach unten zusammenbricht, dann ist natürlich ETH bereit. Das bedeutet, wenn die Dominanz nach unten ausbricht, dann ist ETH bereit nach oben hin entsprechend anzusteigen. Das bedeutet, durch das Fallen der Bitcoin-Dominanz gewinnt die ETH der ETH Coin an Stärke und diese Stärke kann repräsentiert werden, indem der Bitcoin leichte Anstiege verzeichnet und Ethereum dann prozentual beginnt den Bitcoin auszuperformen. Das bedeutet diese Trendwendebox zwischen 2078 und 2500 muss nach oben aufgelöst werden. ETH versucht es mehrfach, auch hier haben wir ein Bullishes Chart Pattern mit einem sogenannten Inverse Head and Shoulder Pattern. Das entsprechend in Kürze sich ausbauen kann. Wir könnten dann Preisziele wieder im Bereich der 3000-Dollar-Marke sehen. Und das ist übergeordnet zu erwarten im bullischen Case. Im bärischen Case, wenn der Bitcoin zusammenfällt, dann erwarten wir hier auch bei Ethereum etwas hier Downside. Und wie gesagt, das Antesten dieser Trendline ist nach wie vor auch noch möglich. Dieses Antesten würden wir erwarten zwischen 1900 und 2000 Dollar. Und danach würden wir einen weiteren Aufwärtsimpuls sehen. Und dieser sollte sich dann in Bereiche der 5000 Dollar erstrecken. Insgesamt, wenn wir uns das Ganze im Detail anschauen, dann kommen wir immer wieder auf dasselbe Ergebnis. ETH ist und bleibt nach wie vor der Platz in dem, diesem Sektor Altcoins nach Bitcoin und wird auch wieder seine Performance und seine Schlagzeilen kreieren. Das ist unsere persönliche Meinung dazu. Und ja, wir hoffen, wir konnten Ihnen heute wieder viel Mehrwert mitgeben. Lassen Sie gerne einen Like da. Wenn Sie unsere Bullrun-Ziele interessiert, kommen Sie gerne zu unserer Kanalmitgliedschaft auf YouTube. Sind Sie herzlich willkommen. Finden Sie alles unterhalb der Videosektion. Und ansonsten wünschen wir Ihnen nun einen schönen Abend. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao. Danke sehr.